Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Video Sommerloch 2022. Wenn man sich so in der YouTube-Szene etwas umhört, also bei den Kollegen, dann ist es bei jedem gleich. Du machst ein Video und es gibt wenig Reaktionen. Selbst bei Videos, wo man eigentlich denkt, oh, also Kollege, neue Drohne, neues Equipment, irgendeine Vorstellung, ein Review. Selbst da ist das gar nicht mal so, so klickmäßig gut unterwegs. Okay, es sind vielleicht eher die kleineren Kanäle, die Probleme haben, die großen Kanäle. Oder die, die Englisch machen, die sind natürlich weltweit viel mehr geklickt als ein kleiner deutscher Kanal, so wie ich es bin. Trotzdem macht man halt Videos und naja, Videos machen Aufwand. Jetzt ist es, wie gesagt, im Sommer so, es ist nicht so wirklich gut und man ist selber unterwegs. Ich verstehe das auch, dass man weniger guckt, weil ich mache es ja selber. Man geht raus, man macht Fotos. Manchmal nimmt man eben die Kamera mit und filmt auch noch etwas. Also ja, das, was ihr nicht macht, also sehen, ist auch bei mir so, nicht produzieren oder weniger produzieren. Es wäre aber schön, wenn die wenigen Sachen gesehen werden. Und meine Abonnenten, die kriegen eigentlich eine Benachrichtigung. Manchmal klappt das nicht. Warum, weiß ich nicht. Das ist eine Sache von YouTube. Und jetzt könnte gleich Tatütata kommen, aber egal, ich rede weiter. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann empfehle ich dir mal wirklich über die Webseite zu gehen, also über meine Profilseite in YouTube. Und dann siehst du nicht nur Videos, also die Sachen, die ich so in letzter Zeit online gestellt habe, sondern es gibt auch eine Rubrik Playliste. Und ich weiß, es gibt da Leute draußen, die eine Playliste überhaupt nicht benutzen. Also YouTuber, die keine anlegen oder nicht wirklich viele anlegen. Bei mir ist es wirklich so, dass ich versuche, jedes Video in eine Playliste zu stecken. Manchmal ist es eben auch nur dies und das. Diese Playlisten, die könnten euch zu sehr alten Videos auch führen. Zum Beispiel auch eine Frage, die mich oft schon getroffen hat. Sven, wie bist du zur Fotografie gekommen? Es gibt eine Playliste 35 Jahre Fotografie. Dieses Jahr werden es übrigens 43 Jahre, wenn ich im Sommer wieder im Urlaub in Frankreich bin. Denn da hat alles angefangen, was Fotografie angeht. Wer da Interesse hat, guckt einfach mal. Bitte beachtet natürlich, ganz altes Video. Dementsprechend, naja, es könnte besser sein, aber ich möchte es eigentlich nicht neu aufnehmen. Es ist ja auch, ich sage jetzt mal, ein Zeitzeugnis. Und so gibt es auch andere Videos, Meinungen, zum Beispiel offene Augen. Viele sagen, offene Augen ist toll, aber viele kennen meine alten Videos zu offenen Augen gar nicht. Versucht sie euch anzusehen. Übrigens, ganz wichtig, es wäre toll, wenn ihr in irgendeiner Form einen kleinen Kommentar da lasst. Es kann auch ein negativer Kommentar sein, das ist kein Problem, weil negative Kommentare helfen mir ja auch. Sven, ganz schlechtes Kino, mach das besser weg, mach das neu. Wunderbar, ich habe dann was zu tun für die Zukunft und mach wirklich dann ein Video neu, weil ich eben sehe, okay, das Video kommt gar nicht gut an oder wird falsch verstanden. Ich kann ja auch nicht alle Videos mir ansehen. Ihr seid da ja der beste Helfer, sage ich mal, indem ihr es kommentiert. Aber bitte nicht hier, sondern unter dem Video, was ihr euch gerade angesehen habt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt da auch gerne noch ein Like lassen oder ein Dislike. Ich glaube, bei alten Videos spielt das nicht so eine große Rolle, aber der Kommentar ist wichtig für mich, weil ich sehe mir alle Kommentare an, auch vielleicht, wenn das erst Wochen später der Fall ist, falls ich in Urlaub sein sollte. Auf jeden Fall würde es mir helfen, alte Videos auch so ein bisschen auszusortieren und vielleicht auch neu aufzunehmen. Ihr könnt auch gerne Anregungen schreiben, Sven. Ja, ich sehe das anders oder wie siehst du das heute? Heute habe ich, das wissen einige, ich habe eine Sony und ich habe eine Olympus. Mit der Olympus gehe ich jetzt auch in Urlaub. Warum das so ist, könnte ich euch erzählen, wenn ihr es wissen wollt. Oder ja, vielleicht sagt ihr auch, ja, interessiert mich nicht, was soll ich mit Olympus? Schreibt hier unter die Videos, wo ihr was schreiben müsst.
Das hilft mir wirklich ungemein. Und dann gibt es natürlich auch so, es gibt glaube ich auch eine Playliste Sommerloch-Videos, ich glaube auch eine alte Playliste, wo ich einfach nur mal Bilder gezeigt habe, sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Aber ja, die haben nie großen Gefallen gefunden. Aber es waren alte Bilder, die ich zum großen Teil eben noch mit Film oder Dias aufgenommen habe. Ich würde sagen, ich habe lang genug geredet für dieses Sommerloch-Video. Ihr wisst Bescheid, wie ihr mir vielleicht helfen könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen tollen Sommer, viele Motive. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier auf dem Kanal, also ich, wir werden weiter in Kontakt bleiben und ich werde weiter Videos machen. Das hier ist übrigens nur so ein Spaß-T-Shirt, ja. Das habe ich gerade mal angezogen, weil mir nichts anderes in die Finger fiel. Ich habe ja noch andere mit Sprüchen drauf, aber ja, die sind gerade irgendwo im Schrank und ich mag nicht suchen. In diesem Sinne, ciao, tschüss, euer Sven und viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal.